Hey Leute, auf TPTR ist vor kurzem bekannt geworden, dass der Zugang zu, ja, sag ich mal, Schwert und Runen erleichtert wird für Alts. Ich zeige euch im Video, wo ihr das machen könnt, also Allianz- und Horde-Seite. Es gibt insgesamt 4 Embleme, die ihr jetzt hier sehen könnt. Und mit denen könnt ihr euch dann die Runen holen für eure Alts. Das heißt, ihr müsst erstmal mit eurem Main diese Embleme kaufen. Die kosten 5 Reels und dann eurem Twink schicken und dann könnt ihr die kaufen. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Also hier in Booty Bay, den Händler kennt ihr alle schon, Pix, da könnt ihr das holen und da braucht ihr, wie gesagt, diese angelaufene Reel aus Undermine. 5 Stück pro Emblem. Bei mir wird jetzt nur 1 angezeigt. Normalerweise sind es bis zu 4. Das ist klassenunterschiedlich natürlich. Die könnt ihr hier dann kaufen und dann euren Alt schicken. Ja, ich zeige es euch jetzt mal auf der Allianz-Seite und mit diesen könnt ihr euch dann die Runen holen. So, umgelockt auf euren Twink, den ihr gerade levelt, da könnt ihr hier, also das ist jetzt Moment, hier in Sturmwind, da im Zwergendistrikt, da müsst ihr hier in dieses Haus reingehen, einfach reingehen, da musst ihr auch mal eine Rune holen und hier steht dann dieser Händler, also so ist es aktuell auf dem PTR und Runenhändler heißt er, genau, und da könnt ihr euch die Runen aussuchen hier. Genau, da braucht ihr einfach diese Dinger hier, Emblem der wilden Götter, also die Wild Gods, Questreihe, also Runenreihe, die ihr machen müsst da oder hier vom dunklen Reiter und die bekommt ihr einfach zugeschickt, diese Embleme, und dann könnt ihr dann hier kaufen, also so ist es auf der Allianz-Seite. Auf der Seite, same shit, ihr müsst 5 Reels ausgeben in Booty Bay, also da ändert sich gar nichts, genauso wie bei der Horde. Nur der Horde-Händler steht natürlich nicht in Sturmwind, sondern in Orgrimmar und zwar hier Kluft der Schatten. Das ist euch ein Begriff mit Sicherheit und da geht ihr hinten ins Eck, da hat er sich versteckt. Und da könnt ihr dann eure Runen kaufen für eure Alts. Wie gesagt, die Embleme müssen natürlich vorliegen von euren Mains. Ihr müsst die Rune natürlich einmal, also mit einem Charakter, mit eurem Main-Charakter geholt haben und dann könnt ihr eigentlich euren Alt schicken. Das ist Grundvoraussetzung, was natürlich auch logisch ist. So, das war es auch schon mit dem kurzen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.